Also, ich verrate Ihnen ja jetzt kein allzu großes Geheimnis, wenn ich sage, in meinem Leser- und Zuhörerkreis, in meinen realen und virtuellen, diesen sozialen, netzwerklerischen Freundeskreisen, da überwiegen ja Leute, die erstens die FPÖ, die FBK, den Straunach und auch die ÖVP nicht total super finden. Zweitens, die auch von dieser SPÖ nicht urviel erwarten und die den Faymann und seine Leute irgendwie unmöglich finden. Und die drittens auch an den Grünen immer gern was herumzumäkeln haben. Und jetzt gibt es in dieser Leser- und Zuhörerschar natürlich auch Leute, die Parteigänger oder sogar Funktionäre der SPÖ und der Grünen sind, die nehmen wir jetzt einmal raus. Wobei, die sind eigentlich genauso angesprochen, weil die ja auch wahnsinnig gern an ihren eigenen Parteien herummäkeln. Kurzum, es gibt eine große Blase an Leuten, die keine Sekunde zögern würden, Sozialdemokraten und Grüne mit aller Häme dieser Welt zu überschütten. Die sich aber gleichzeitig einen Haxen abfreuen, wenn die dann wirklich mal Wahlen gewinnen. Was war das für eine Freude, ein richtiger Euphorie-Tsunami war das, wie Rot-Grün in Kärnten vergangene Woche die Wahlen gewonnen hat. Und das ist schon ein bisschen, so ein ganz ein kleines bisschen inkonsequent und ja, fast ein bisschen schizophren. Und ich habe deshalb natürlich ein bisschen gespielt naiv auf Facebook folgende Frage gestellt. Viele von euch hier würden doch regelmäßig nur mit Hohn über SPÖ und Grüne herziehen und niemals bei denen mitmachen. Warum aber freut ihr euch dann, wenn SPÖ und Grüne in Kärnten Wahlen gewinnen? Weil ich glaube, dass es manchmal sinnvoll ist, so ganz einfache Fragen auch zu stellen, wenn sie einen auf die Inkonsequenzen und möglicherweise auch auf die Fragwürdigkeiten des eigenen Handelns und Denkens hinweisen. Jetzt kann man sich's natürlich ganz leicht machen und sagen, die anderen, also insbesondere in dem Fall diese FBKler in Kärnten, die sind sowas von arg, dass man sich einfach freut, wenn die abgewählt werden. Ganz egal eigentlich, wer an ihrer Stadt gewählt wird. Aber ich glaube nicht, dass es das allein ist. Ich glaube schon, dass es mehr ist. Jetzt kann man natürlich sagen, sie freuen sich deshalb so sehr, weil in Kärnten an der Spitze der SPÖ beispielsweise ein Mann steht, nämlich Peter Kaiser, der nüchtern und geradlinig ist, der sagt, was er denkt und der zu dem steht, was er denkt, der auch Prinzipien hat und die man ihm auch glaubt, der glaubwürdig hinter diesen Prinzipien steht und der auch keine von diesen Kasperliaden und diesen Faxen macht, die heute in der Spitzenpolitik so üblich sind. Deswegen ist er ja auch so glaubwürdig. Der also mit einem Wort genau so ist, wie sich diese Leute, aber nicht nur diese Leute, sondern die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger wohl heute, der also mit einem Wort genau der Typus Politiker ist, nachdem es heute so eine übergroße Sehnsucht gibt. Und an der Spitze der Grünen steht mit Rolf Holub ebenfalls ein ganz bemerkenswerter Mann. Und ich glaube, nein, ich weiß, wir alle wissen, dass das ein wichtiges Element der Erklärung ist. Dieses, ich überspitze das jetzt mal, den Faymann halte ich nicht aus, aber der Kaiser, der ist super, denken. Aber ich glaube auch, dass das nicht alles erklärt. Denn stellen wir uns das vor, malen wir uns das nur aus für einen Augenblick, for the sake of the argument. Der Faymann schafft es mit seiner SPÖ bei den Nationalratswahlen 37% zu kriegen und die Eva Klamischnik, die schafft es mit den Grünen, ihre 13% zu kriegen und Rot-Grün kriege sich dann aus. Würden sich diese Leute dann wirklich weniger freuen? Würden sie sich gar nicht freuen? Nein, sie würden sich schon möglicherweise ein bisschen weniger freuen, aber natürlich würden sie sich auch freuen, gehörig würden sie sich freuen darüber. Und spätestens an dieser Stelle beginnt natürlich eine ganz gehörige Inkonsequenz. Vor allem, wenn man bedenkt, wenn man die dauernd mit Hohn überschüttet und dauernd sagt, der Faymann und seine Leute, nix als eine Trautelpartie und die Klawischnik, na ui, die ist so lahm und was auch immer man da immer hört. Und alles machen's falsch und nur nicht anstreifen an denen. Wenn das zu einer Endlosschleife der Häme und des Verdrusses wird, macht's denen natürlich auch nicht leichter, diese 37 bzw. 13% zu erlangen, über die man sich dann hinterher eigentlich schon freuen würde. Sagen wir es offen, face it, diese Leute, die sich über diese 37 bzw. 13% freuen würden, würden nie etwas dazu tun, dass diese 37 bzw. 13% erreicht werden. Und das ist, da kann man erklären, was man will, nur ganz leise angemerkt, schon ein bisschen inkonsequent. Und ich kann es ja leicht machen, ich habe es bequem, ich kann ja sagen, ich bin Journalist oder zumindest sowas Ähnliches. Und ein bisschen streife ich sogar ans Entertainerhafte an und wie könnte ich sie besser unterhalten, indem ich sage, der Faymann, die Rudasch, oh Gottes Willen. Bei mir gehört natürlich berufsmäßig dazu, in alle Richtungen auszuteilen und ich bin auch berufsmäßig vollkommen neutral und dass ich mich über den Wahlsieg von irgendjemand freue, ist vollkommen ausgeschlossen. Aber wir reden ja nicht von mir, wir müssen ja nicht immer über mich reden.
Klar, ich bin nur super und ein toller Hecht, aber reden wir nicht von mir. Ha, kennen Sie diesen Witz von diesem Typen, der so von sich eingenommen ist, dass er immer nur von sich redet, wie toll er eigentlich ist und dann merkt er aber trotzdem irgendwann einmal, dass das gar nicht höflich ist und sozial ganz inkompetent und dann sagt er zu seinem Gesprächspartner, aber reden wir nicht dauernd von mir, reden wir auch mal von Ihnen. Wie finden Sie mich? Aber zurück zum Ernsthaften. Diese Häme, dieser Hohn, dieser Verdruss, das ist natürlich eine Reaktion auf ein Problem, den Zustand der politischen Kaste und deren Performance. Aber ich bin mir absolut sicher, er ist heute nicht nur eine Reaktion auf das Problem, sondern mittlerweile auch mit eine Ursache des Problems geworden. Und darüber sollte man schon auch mal nachdenken. Um das noch einmal in meiner vollkommenen berufsmäßigen Neutralität zu formulieren, man muss sich ja nicht freuen, wenn Rot und Grün Wahlen gewinnen. Aber wenn man sich freut, sobald sie das tun, dann ist doch irgendwie total trottelmäßig nicht dazu beizutragen, dass sie es tun. Finden Sie nicht auch? Und das verlangt ja jetzt nicht unbedingt vollkommen kritiklos zu sein und alles runterzuschlucken. Verstehen Sie mich da nicht falsch, aber vielleicht sowas wie Maß halten und eine Haltung, die sozusagen produktiv ist und nicht nur rein höhnisch, verdrussmäßig, destruktiv. Also all diese Fragen gingen mir durch den Kopf und sie gehen natürlich nicht nur mir durch den Kopf. Sie sind ganz wichtige Fragen, die viele Leute beschäftigen, nicht nur in Österreich. Denn dieses Problem ist ja kein rein alleine spezifisch österreichisches. Natürlich hat es hier bei uns eine spezifische Note, weil viele Leute das berechtigte Gefühl haben, beispielsweise die Performance des sozialdemokratischen Spitzenpersonals in Österreich ist besonders unterirdisch. Und dass das mit dem Herrn Tarabosch jetzt in der SPÖ-Zentrale so viel besser wird, naja. Also das ist natürlich unser Spezifikum. Aber das grundsätzlich problematische Setting, das hat man irgendwie überall. Dieses komplizierte Verhältnis von linken, linksliberalen, progressiven Regierungen und ihrer Wählerbasis, zu Aktivistenmilieus, zu kritischen Milieus, wie immer man das nennen mag. Gerade habe ich so eine kleine gemeinsame Arbeit mit einem so einem linken deutschen Think Tank gemacht, wo man gerade eben auch diese Frage problematisiert hat. Wie ist das eigentlich, wenn gewissermaßen schon chronisch und krankhaft progressive Regierungen mit einer Wählerbasis rechnen müssen, die sozusagen vorauseilend schon annimmt, dass sie ohnehin von dieser Regierung enttäuscht wird und sich in permanente Käppel- und Nörglerhaltung begibt und in dieser auch verharrt. Und auch dieser Barack Obama kann in den USA ein Lied davon singen. Ist ja berühmt geworden, der Ausruf, dieser Wutausbruch seines seinerzeitigen Pressesprechers, der da gesagt hat, diese Linken, das sind alles Berufsnörgler. Und auffällig ist, dass Obama jetzt in seiner zweiten Amtszeit dieses Verhältnis offenbar neu justieren will. Und der hat gewissermaßen als Lehre seiner ersten Amtszeit mitgenommen, ich stehe vor riesigen Problemen, Bankenregulierung, was auch immer, schwer da überhaupt etwas weiterzubringen. Und dann gibt es diese irren Republikaner, die blockieren alles. Und dann muss ich überall Kompromisse eingehen und mit diesen Kompromissen entfremde ich mich meiner eigenen Wählerbasis, insbesondere wenn ich diese Kompromisse als das Ideale hinstelle. Und jetzt macht er das schon ein bisschen anders. Er formuliert eine klare Agenda. Er geht auf Konfrontationskurs auch zu seinen Gegnern. Und er mobilisiert seine Basis zur Unterstützung. Am Ende wird er dann auch möglicherweise Kompromisse eingehen müssen und möglicherweise auch Niederlagen einstecken müssen. Muss nicht unbedingt besser ausgehen, mal sehen. Aber er hat immerhin die Problematik erkannt und versucht etwas Neues. Und jetzt weiß ich schon, was Sie jetzt denken. Ja, der Obama. Aber wir haben den Feimann. Aber das haben Sie jetzt gesagt, weil ich habe mir vorgenommen, heute nicht zu nörgeln. Oder besser gesagt noch, ich habe mir vorgenommen, heute an Ihnen rumzunörgeln.